Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen unzensiert Video. Es geht heute um ein reines Frauenthema, zu dem es auch schon das ein oder andere Video auf YouTube gibt. Ich verlinke euch mal ein paar in der Infobox, weil ich habe mir dazu schon echt sehr, sehr viel angesehen. Und zwar geht es darum. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch schon wissen, was das ist. Das ist eine Menstruationstasse. Das hier ist jetzt nur so ein Billigteil von Amazon, was ich einfach nur zu Repräsentationszwecken bestellt habe, also nur um es euch in die Kamera zu halten. Und ich habe mich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit den verschiedenen Menstruationstassen, die es auch so gibt, und wollte heute einfach mal mit euch über meine Gedanken sprechen. Hier passen übrigens 15 Milliliter rein. Menstruationstassen, also jedes Video, was ich mir angesehen habe, hat mich am Ende damit zurückgelassen, dass die Frauen, die das ausgetestet haben, mega, mega glücklich damit waren. Und dennoch habe ich irgendwie ein Problem damit, es auch nur auszuprobieren. Moment, wer weint? Es geht gleich weiter. So, also die Menstruationstasse. Ich weiß nicht mehr, wo ich war, deswegen fange ich einfach nochmal an. Also alle Videos, die ich gesehen habe, da waren alle Frauen wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Und haben das quasi auch weiterempfohlen. Trotzdem habe ich irgendwie immer noch ein Problem damit. Es liegt halt einfach daran, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es zuverlässig hält. Ich habe von Anfang an, seit ich meine erste Regel hatte, diese Phobie irgendwie, dass, keine Ahnung, dass irgendwann mal ausläuft und ich Flecken an der Hose habe oder so. Das ist so meine größte Angst oder keine Ahnung, obwohl es nie passiert ist in der Öffentlichkeit oder auch sonst nicht. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es angenehm ist. Vor allen Dingen, wenn das dann vollgelaufen ist, dann kann ich mir halt nicht vorstellen, dass es hundertprozentig hält, gerade auch nachts. Also manche machen das dann auch echt nachts. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, das dann wieder rauszuziehen, so voll wie das ist, und auch vom Hygienischen her, also ich habe ein Video gesehen, sie sagte halt, sie spült es dann nur aus und führt sich das wieder ein, und erst wenn ihre Regel quasi zu Ende ist, kocht sie das dann aus bis zum nächsten Mal. Also ich verstehe, also es sind natürlich viele, viele Aspekte, die für diese Menstruationstasse sprechen. Es fängt damit an, dass ich halt einmal, also das ist jetzt keine gute, ja, dass ich mir einmal, oh Mensch, jetzt ist so runtergefallen, dass ich mir halt einmal eine gute Menstruationstasse kaufe. Ich glaube, die sind dann so um die 15 Euro und dann war's das. Dann halten die halt auch sehr, 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 sehr lange und ich muss mir nicht immer wieder Binden und Tampons jeden Monat nachkaufen. Dann soll es auch gesünder, sage ich mal, sein für die ganze Schleimhautgeschichte und so, dass das einfach besser ist, dass da nichts ausgetrocknet wird durch Tampons und solche Sachen. Es ist natürlich auch dadurch, dass ich halt nicht immer wieder was nachkaufen muss und wegwerfe und Müll produziere, gut für die Umwelt. All diese Aspekte trotzdem. Und ich habe ja auch Erfahrungsberichte von Leuten, von Frauen gesehen und alle, wirklich alle haben gesagt, dass sie es toll finden und dass sie es weiterempfehlen. Und trotzdem habe ich immer noch diese Hemmschwelle, es überhaupt, wie gesagt, auszuprobieren. Wobei man natürlich sagt, warum eigentlich nicht, vor allen Dingen zu Hause, wo echt eigentlich nichts schief gehen kann in dem Sinne. Kennt ihr das eigentlich, also sicherlich kennt ihr das aus anderen Bereichen einfach auch, dass man so dieses, man weiß, dass es gut ist und dass es gut wäre, wenn man es benutzen würde und dass man zwar einfach mal ausprobieren könnte, aber man macht es nicht, weil man im Kopf diese Hemmschwellen hat oder einfach nicht glauben kann, dass es funktioniert und dass es gut ist. Es ist total bescheuert. Aber ich drehe dieses Video auch, weil ich es ausprobieren möchte. Ich will das wirklich mal machen. Ich werde es auch nur mit diesem Billigteil halt mal ausprobieren. Es kann jetzt natürlich sein, dass es halt nicht richtig funktioniert, weil es nur ein Billigteil ist. Aber ich will jetzt keine Menstruationstasse für 15 Euro bestellen und dann funktioniert es für mich halt doch nicht. Es gibt auch dann verschiedene, die hier hinten andere verschiedene Enden hat und so. Das muss man dann wohl auch alles ausprobieren. Dann gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie man die einführen kann. Man muss die auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise zusammendrücken. Ich muss mir dann auch nochmal
Videos dazu angucken. Ich glaube, man musste das irgendwie so zusammendrücken und dann einführen und dann ploppt das halt so auf und dann entsteht irgendwie so ein Vakuum und keine Ahnung, aber ich will es einfach mal ausprobieren. Das ist wieder so was, einfach über seine Grenzen gehen, weil meine Grenze, also im Intimbereich habe ich extreme Grenzen. Ihr wisst das aus meinem Verhütungsvideo, dass ich halt auch so, was so Sachen sind wie mir eine Spirale einsetzen zu lassen, dass ich da echt, dass ich das eigentlich echt nicht möchte, mir so Fremdkörper da so einzuführen. Und im Grunde ist das wieder eine ähnliche Geschichte, jetzt nicht so krass wie bei Kupferspiralen und solchen Geschichten. Ja, und hier irgendwie, ich sehe gerade auch diese Löcher, die müssen dann irgendwie übereinander sein und frag mich nicht. Also ich muss mir dann auf jeden Fall nochmal genau Videos angucken, wie man sich das Ganze einführt. Und man merkt wohl, wenn die voll ist. Keine Ahnung. Also ja, ich mache dieses Video einfach auch so für mich als Challenge, dass ich das ausprobieren will. Warum auch nicht? Also halt über seine Grenzen gehen, nicht über seine Grenzen, sondern aus seinem Komfort, aus seiner Komfortzone rauskommen. Genau. Das mache ich nämlich damit, indem ich diese Menstruationstasse austeste. Und jetzt ist es quasi mein Ankündigungsvideo, dass ich das machen möchte. Bitte pocht auch darauf, wenn kein Video mehr kommt, nervt mich damit. Ich will das wirklich machen. Und ich hoffe, dass ihr mir jetzt in den Kommentaren von euren Erfahrungen mit Menstruationstassen schreibt. Und vor allen Dingen interessiert mich, welche ihr benutzt. Also mit welcher ihr sehr, sehr, sehr zufrieden seid. Und dann hoffe ich, dass sich eine Marke häuft. Weil so aus den Videos, die ich geschaut habe, gibt es halt mehrere, die gut sind. Und viele sagen, ihr müsst dann ausprobieren und ihr müsst halt gucken. Und da ist das gut und da ist das gut. Nein, ich will nicht gucken und ausprobieren. Ich hätte gern gleich eine, die mir gut gefällt. Ich weiß aber auch nicht, ob das möglich ist. Ich freue mich jetzt, wie gesagt, sehr auf eure Kommentare. Vielleicht schreibt auch der eine oder andere, dass es ihm ähnlich geht wie mir, dass das auch so ein Ding ist, dass er da aus seiner Komfortzone heraus müsste, um das auszuprobieren. Aber ich will das jetzt machen. Ich will einfach auch so mein, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas Positives mit mir macht, aber ich will halt einfach mal was machen, mit dem ich mich jetzt nicht unbedingt im ersten Moment wohlfühle. Ich aber weiß, dass es dann hinten raus dafür sorgen könnte, dass ich mich wohler fühle, weil die fühlen sich alle besser damit als mit Tampons. Und deswegen will ich das einfach echt ausprobieren. Also ich werde es nicht über Nacht oder so ausprobieren. Und ich werde es auch nicht wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, ich muss nochmal lesen, ob man das dann an den ersten Tagen lieber ausprobiert oder wenn die Blutung ein bisschen stärker ist. Muss ich jetzt doch nochmal die Videos durchklicken, die ich euch jetzt auch unten in der Infobox verlinken werde. Und ich bin jetzt, wie gesagt, sehr gespannt auf eure Kommentare und auf mich selbst. Wie lange es jetzt dauert, dass ich das wirklich ausprobiere und wie lange es dauert, bis ihr quasi das zweite Video habt, wo ich euch dann erzähle, wie es war, das erste Mal auszuprobieren und ob ich es jemals wieder tun werde. Wir werden uns also hoffentlich bald wiedersehen mit mir und meiner rosanen Menstruationstasse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!